Herzlich willkommen bei Folge 16 der TOS-Kampagne von Star Trek Online von meinem Chakalrissa. Heute ist Samstag, der 10.12.2023, so gerade noch. 1:16 Uhr ist jetzt. Ich mache mal wieder eine Nachtaufnahme. Calrissa zeigt euch wieder etwas aus ihren Erinnerungen, und zwar das, was kurz nach ihrer Rekrutierung als Zeitagent und nach ihrer Versetzung aus ihrer ursprünglichen Zeitlinie aus dem Jahr 2268 in das Jahr 2409 passierte. In den letzten Folgen hatten wir ja die Schlacht von Kaleb 4 im Jahr 2268 gesehen. Dabei wurde, also das ist jetzt die Ultra-Kurzfassung, was ich euch jetzt hier liefere, dabei führte der Admiral Garrett eine Streitkraft an, um die Klingonen im Kaleb-System zurückzuschlagen. Und wir waren Teil dieser Streitmacht. Und ja, unser Schiff wurde schließlich zum Ende der Flotte zwar besiegt, aber dadurch, dass wir die Klingonen aufhalten konnten, also verzögern konnten, konnte der Admiral fliehen und allen berichten, was da vor sich geht, und damit haben wir eine Menge Leben gerettet. Für uns bedeutet das allerdings, dass Daniels, also Zeitagent Daniels, uns aus der Zeitlinie entfernt hat. Wir wurden in der Vergangenheit im Jahr 2268 für tot erklärt und wurden von Daniels ins Jahr 2409 verbracht, wo wir jetzt sehen. Wir sehen hier im Hintergrund, wir sind ja gerade in der Sternflottenakademie auf der Erde nahe San Francisco. Wir sehen im Hintergrund die Embleme der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Flotte und sind hier im Club 602. Gut, und wir sind gerade auf dem Weg zum hiesigen Holodeck, wo wir wieder die Erinnerung von Calrissa anschauen wollen. Und zwar drehen sich ihre Erinnerungen heute darum, was kurz nach ihrer Versetzung ins Jahr 2409 passiert ist. Bin ich hier noch richtig? Irgendwie, ja doch schon, stimmt schon noch, da Holodeck 2. So, sie, ja. Ich starte dann mal das Holodeck-Programm. Computer, Holodeck, Calrissa, starten. Nun, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es nicht leicht war, in kürzester Zeit 141 Jahre zu überspringen und mit den neuen Gegebenheiten zurechtzukommen. Vieles hat sich inzwischen geändert gehabt in 141 Jahren. Die Föderation war gewachsen, und zwar nicht nur territorial, als auch technisch. Und es war sicher eine kluge Entscheidung von Calrissa, sich erstmal einen Frachter zuteilen zu lassen, beziehungsweise zwei Frachter zuteilen zu lassen. Ich hatte euch zum Ende der letzten Woche den klingonischen Frachter gezeigt, den sie bekommen hat. Und von der Funktion her ist er so wie dieser Frachter her. Und ich hatte euch versprochen, dass ich euch das Gegenstück der Föderation zeige. Diesen Kobayashi Maru-Typ Frachter. Ich habe den USS Sanctuary, also Zuflucht, genannt. Und ich hatte keine Lust mit dem veralteten Shuttle aus dem 23. Jahrhundert rumzugucken, deswegen habe ich ihr gleich einen Delta Flyer gegeben. Das macht auch Sinn. Immerhin hat so ein Delta Flyer, soweit ich weiß, zwei Stationen. Ah, da, Kleinschiff. Zwei Stationen. Ich habe da noch niemanden zugeteilt. Das machen wir natürlich mit Temet, und ich brauche natürlich auch eine. Was? Das geht jetzt gar nicht. Dann muss ich Tarsi hier rein tun und Temet kommt hier rein. Genau, so machen wir es. Und bei Sanctuary sind die Stationen eben wie folgt besetzt. Wenn ihr euch das mal anschaut, kann ich aufgrund meines Rangs als Leutnant Commander, also Level 10, noch nicht alle Plätze mit Waffen bestücken. Jo, und das trägt, glaube ich, dem eigentlich ganz gut Rechnung. Wenn wir jetzt im Rang aufsteigen, dann werden wir diese Plätze auch belegen können. Weil stellt euch mal das Kuddelmuddel vor, dass so ein Zeitagent hat, wenn er 141 Jahre überspringt und er muss plötzlich mit den Raumschiffen des Jahres 2409 umgehen. Also deswegen entschied sie sich zunächst für dazu, zwei Frachter zu übernehmen, eben diese beiden Frachter. Schiff wechseln. Das andere ist der Tongtut
Tongdutsch-Frachter, den ich euch in der letzten Folge, Ende der letzten Folge gezeigt habe, wo wir die Brücke besucht haben. Und ja, wir gehen jetzt hier auch mal auf die Brücke. Ich wollte euch ja das Modell auch noch vorführen. Und sie braucht einfach noch Zeit und Gelegenheit, ihre Technikkenntnisse auf den Stand von 2409 zu bringen. Und mit einem Schiff der Galaxy-Klasse, der Defiant-Klasse oder Sovereign-Klasse oder irgendwas noch Neueres, wäre sie zu dem Zeitpunkt sicher noch nicht zurechtgekommen. Und nachdem sie also ihre ersten Schritte im 2409 gemacht hatte, ihr die gewünschten Schiffe zugeteilt wurden und sie sich auch Temet, Taris und Scarfi in ihre neuen Position eingeteilt hatte, wird ihr auch schon bald die erste Mission in dieser Zeit zugeteilt, werden wir heute machen. Es wird eine vermeintlich einfache Mission zur Begleitung eines vulkanischen Diplomaten sein und dabei gerät Calrissa und ihre Mannschaft natürlich in einen Konflikt mit den Klingonen. Das werden wir in dieser Folge dann sehen. Aber jetzt schauen wir uns erst nochmal den Kobayashi Maru-Typ Frachter an. Wie ihr seht, eigentlich schaut genauso aus wie eine Rumpelkammer wie der klingonische Frachter. Allerdings haben wir hier eben Personal der Sternenflotte. Und wir haben hier auch Tarsi. Skavrin ist in der Zeitlinie von der Original Carissa bereits wieder auf den Telleriten-Heimatplaneten versetzt worden. Und dann schauen wir nochmal, da haben wir, ja, Boppel. Die habe ich nochmal ein bisschen modifiziert, weil die ist sauber zu plump geraten gewesen, nachdem ich sie verändert hatte. Ich glaube, so sind die Proportionen glaubwürdiger. Dann, ja, das Innere. Hoppla, ich dachte, hier wäre die Tür. Nein, ja, hallo, dreh dich. Wieso geht denn? Hä? Bin ich jetzt durch die Tür gebackt? Echt jetzt? Sieht so aus. Gut. Da haben wir die gute Temet, die hier alles in Stand hält. Also auch meine Mannschaft musste natürlich nach dem Zeitsprung von 141 Jahren erstmal mit der neueren Technologie klarkommen. Deswegen war es mit Sicherheit eine gute Idee, erstmal einen Frachter zu fliegen. Und sich erstmal hier anzupassen. Ich meine, dieses Schiff ist kampffähig. Es ist zwar nicht der Brüller oder so und kann sicher nicht mit sowas wie der Defiant mithalten, aber es wird für die ersten Missionen wird es auf jeden Fall reichen. Hier haben wir wieder die Bank und die Tauschbörse. Die Tauschbörse. Und hier drüben haben wir die Post. Gut. Ansonsten ist es identisch. Wir haben ja auch eine Bar mit sternenflottenkonformem Personal. Gut, dann hätten wir das geklärt und jetzt schauen wir mal, wie es hier noch weitergeht. Und jetzt steuern wir mal auf unsere Mission zu. Ich zeige euch die Mission mal ganz kurz bei den Episoden. Übrigens, Calrissa war in Amakunis Storyline das erste Mal zu sehen, mit einem eigenen Kommando in Folge 364. Die hatte ich am 2.4.2019 gedreht. Nee, am 24.12.2019, Entschuldigung, hatte ich die gedreht. Ihr zweiter Einsatz, also das war eine Raumpatrouille, aufziehende Dunkelheit. Der zweite Einsatz war in Folge 365, das war auch eine Raumpatrouille Sentinels im Donato-System. Also alles in der Nähe des Romulanischen Reichs. Hier irgendwo. Sehe ich jetzt hier nicht. Aber auf jeden Fall da. Also die ersten Missionen mit ihrem eigenen Kommando in der normalen Playlist waren also die Folgen 364, 365. Dann ging es weiter in 366 bis 372. Und dann, das war am 25.12.2019. Und dann am 13.02.2020 die Folgen 377 bis 380. Das war dann ihre erste Episodenmission. Der Klingonische Bürgerkrieg, es gibt kein Zentrum mehr. Das wurde dann am 7.7.2020 fertig. Und ja, also, dass wir uns das mal hier ganz kurz anschauen bei den Episoden. Der Klingonische Bürgerkrieg ist ja ziemlich weit hinten schon. Hier.
wie ihr seht. Wo ist es denn jetzt? Hier, es gibt kein Zentrum mehr. Das war die erste Episodenmission, in der Calrissa zu sehen ist. Ich werde das in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Da war sie allerdings schon Level 65 und hatte schon mehrere Raumschiffe und zu ihrer Besatzung hat dann auch außer Tarsi, Temet und hat bereits Faranil, Aribet, Setia, also die Kobali und Armakuni war Teil ihrer Brückencrew und Avenave. Sie flog einen Silik-Flugdeck-Angriffskreuzer der Suliban mit dem Namen USS Vimana. Also Silik-Angriffskreuzer ist das. So, das letzte, was ich jetzt erwähne, bevor wir zur eigentlichen Mission übergehen. Wo haben wir ihn denn? Das ist, glaube ich, bei den Romulanern eingeteilt, das Schiff. Das gilt, glaube ich, als romulanisches Schiff. Da haben wir ihn. Silik-Flugzeugträger, Angriffsträger des Suliban. Das Schiff liegt sie immer noch. Ist immer noch ein sehr gutes Schiff, eines ihrer besten überhaupt. Und gibt nichts dagegen einzuwenden. Das war also das erste Schiff, mit dem sie zu sehen war. Mit einem eigenen Kommando, mit Level 65 und bereits ja, ziemlich weit in der Storyline. So, und jetzt schauen wir mal, was unsere aktuelle Aufgabe ist. Wir sollen, willkommen im Raumdock der Erde. Ich soll nochmal mit Admiral Quinn sprechen, das machen wir, und dann werden wir wohl unseren ersten Auftrag kriegen. Also wir werden dann erleben, wie sie ihren ersten Auftrag bekommen hat. Das ist ja eigentlich in der Vergangenheit schon passiert. Und ja, zu andocken. So, ich habe seit der letzten Videoaufnahme nicht viel mit ihr gemacht, gerade mal zwei Wissensmissionen in der Sternflottenakademie. Sie ist dadurch im Level noch nicht aufgestiegen, das war mir auch ganz recht so. Ich möchte schließlich den Werdegang ein bisschen glaubhaft rüberbringen in dieser Spezialplaylist. Admiral Quinn finden wir hier hinten. So, wenn ich Admiral Quinn wäre, würde ich mich hinter dem Schreibtisch verstecken. I see you chose a fine ship with a top-notch crew, one of Starfleet's best. I hope you're ready to get back out there. A situation has come to my attention, and I'd like you to look into it. Ist das jetzt Satire oder meint er das ernst? Sie haben sich also für die USS Sanctuary entschieden, ein gutes Schiff mit einer hervorragenden Besatzung, einer der besten der Sternenflotte. Hallo, wir haben noch viel zu lernen. Sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Leutnant Commander? Ja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt ein Level up. Congratulations, Lieutenant Commander. Ja, congratulations, Lieutenant Commander. Wir können eine Fähigkeit kaufen, das machen wir gleich, sonst verliere ich das wieder. Und ich habe mich jetzt mal orientiert, die Schildkapazität erhöhen wir noch. Und das war dann auch schon alles, was ich in Wissenschaft erstmal investiere. Aber das kann man schon machen. Gut. Guten Tag, Leutnant Commander. Ich habe von Ihren jüngsten Erfolgen gehört und möchte Ihnen gratulieren. Sie sind genau die Art von Captain, die Sternenflotte als Vorbild für junge Offiziere hier an der Akademie braucht. Begleiten Sie mich hier auf der Erde, um über ein paar vielversprechende neue Offiziere zu sprechen. Ich freue mich persönlich, mit Ihnen zu sprechen. Jo, wir haben eben gerade das Dienstoffizierssystem freigeschalten, hier. Anfängliche Dienstoffizierkader. Wir bekommen jetzt gleich von ihm ein paar zugeteilt. Und dann erhalten wir einen Brückenoffizier. Und dann dürfte eigentlich der eigentlichen Mission, die ich heute zeigen will, nichts mehr im Wege stehen. So, dazu muss ich wahrscheinlich zu ihm runter, oder? Moment. Erste Besetzung. Neuer Offizier. Aha, wählen Sie einen aus der folgenden Liste. Ich nehme den, was, Paklet, ein Andorianer oder ein Saurianer. Ich glaube, am ehesten komme ich mit dem Andorianer noch zurecht. Dann nehmen wir den Andorianer. Abgeschlossen. Wer wird sich der Crew der USS Sanctuary anschließen? Ja, an Eile, ein technischer, klingonischer, wissenschaftlicher, Ferengi, taktischer. Och, ich denke, ich nehme den Klingonen. Aber ich habe doch gerade einen Wissenschaftler angenommen, ne? Ach, ich werde die wahrscheinlich sowieso später auswechseln. Jetzt
Nee, einen Alien nehme ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt mal den Klingonen. Nö, denn jetzt nicht. Ich hab keine Plätze frei. Deswegen kommen die erstmal in die Warteliste. Ich habe momentan keine Plätze frei. Die sind jetzt erstmal hier. Da werde ich wahrscheinlich sowieso einen Violetten dann bei Zeiten holen. Das ist erstmal gut, so wie es ist. Dann, was haben wir denn? Erste Besatzung. Mit Leutnant Ferrer in der Sternflottenakademie sprechen. Ich habe jetzt auch momentan gar nicht die Ressourcen bei ihr. Ihr seht hier, Rufmarken alles null. Ich habe selten so eine leere Rufmarkenliste gesehen. Flottenkredits hat sie schon ziemlich viel, weil ich habe sie in unserer Sternenbasis hier zweimal ein Projekt voll machen lassen. Und da hat es dann geklingelt in der Kasse. Das hat mich 16 Millionen Credits gekostet. Die muss man auch erstmal farmen. Aber ich habe ja vier ausgebildete Charaktere, die das erledigt haben. Und ja. Die Ausbildung von Brückenoffizieren kostet ja auch Expertise und davon hat sie noch nicht viel. Deswegen reiße ich mich da ein bisschen zusammen mit der Einstellung von neuen Brückenoffizieren. Ich muss erstmal die alten fit machen. Die hatten jetzt gerade mal eine Beförderung hinter sich und sind jetzt so weit, wie ich sie halt schon befördern kann. Wenn wir uns das mal ganz kurz bei Temet anschauen. Die ist jetzt schon Leutnant. Bobel ist immer noch Leutnant Junior grad, weil dafür glaube ich nicht, dass ich die auf Dauer behalten werde. Und ja, die sind halt Leutnant und können jetzt zwei Fähigkeiten, die Stufe 1 und Stufe 2 Fähigkeiten ausführen. So, und Leutnant Ferrer finden wir da hinten. Und dann hoffe ich, können wir die eigentliche Mission noch in dieser Folge starten. Weil mit den Vorbereitungen... Ich wollte sie aber zeigen, sie gehören halt einfach dazu. Deswegen ist ja das Thema hier gerade. Leutnant Ferrer ist der da drüben. Der Khajiit hätte ich fast gesagt, aber er ist Ferrasana. Ihre erste Besetzung an Dienstoffizieren ist jetzt bereit. Ja gut, die kriegen wir jetzt dann mal. Gut, allzu viel werde ich damit noch nicht machen können. Ach so, es ist... das Admiralitätssystem muss ich ja auch erst freischalten. Das wird noch länger dauern, bis ich das machen kann. Dienstoffiziere... Dann teilen wir mal ein, was wir können. Viel werde ich damit noch nicht mehr erreichen. Aber immerhin hier 50 Dilithium als Belohnung ist ja schon mal was. Da war noch was. Die werden natürlich meinen Char auch leveln, ne, weil ich kriege ja auch Erfahrungspunkte. 472 Erfahrungspunkte sind momentan noch viel. Dann habe ich ja inzwischen auch... Waren eingekauft, die ich für diesen Auftrag jetzt zum Beispiel brauche. Das sind schon mal 150 Dilithium, die ich einfach so nebenbei verdiene. Ja, die 16 Auftragsplätze kriege ich mit den paar Hanseln, die ich jetzt gerade als Dienstoffiziere habe, natürlich nicht voll. Aber das ist ja nicht schlimm. Da war noch was mit 50 Dilithium. Ich bevorzuge welche, die mir Dilithium bringen, aber wenn da nichts da ist, nehme ich natürlich auch was anderes. In Arbeit. Wie viele Dienste im Mannschaft habe ich denn jetzt eigentlich? Sehe ich hier nicht. Ist irgendwie da 20 Stück habe ich. 100 sind nicht viel. Aber ich kriege ja ein paar Gratis-Erweiterungen, während ich level. Da werde ich erstmal noch nichts kaufen. Nix. Geht bei mir natürlich schnell, weil ich das praktisch täglich mache. Deswegen muss ich da nicht lang schauen.
Und das ist auch gut so, da haben wir wieder was. Ja, das hat's wieder weggelackt. Medizinische Güter brauche ich dafür. Das kann ich jetzt dann immer machen. Und dann halte ich die mal beschäftigt. Die leveln mich schließlich auch und gebe jetzt so viele Aufträge ab, wie ich gerade annehmen kann. Gut, ich glaube, das war's dann. Rot heißt, kann ich gerade nicht machen. Da geht noch was. Also wenn ich nur rote Dinger habe, dann habe ich das Personal nicht für diesen Auftrag. Gut, soll mir recht sein. Was liegt jetzt noch an? Ich glaube, wir haben's. Dann gehen wir nochmal zu Quinn rauf und holen uns den ersten Auftrag ab. Ich denke, dass wir den auch von ihm direkt kriegen können. Machen wir jetzt mal aus stilistischen Gründen. Ich könnte noch direkt aus der Liste rausnehmen. Das mache ich jetzt aber aus stilistischen Gründen nicht. Ja, und wir werden das tatsächlich mit dem Frachter machen. Ich habe noch nie eine Mission mit einem Frachter gespielt. Also mit den anderen Chars. Ich habe, das ist jetzt eine Premiere für mich. Aber irgendwie glaube ich, ist es logisch, dass sie mit einem Frachter anfängt. Weil jetzt nach einem Zeitsprung 141 Jahre Technik überspringen, da ist auch ein Genie mit überfordert, denke ich. Wie heißt die Mission? Moment. Willkommen im Raum Dr. Erde, haben wir gerade hinter uns. Diplomatische Befehle. We have a diplomatic mission for you. An important Vulcan ambassador is traveling from his homeworld to the monastery at Pajem. Capturing the ambassador would be a major coup for the Klingons or Orions, so we're assigning you to make sure everything goes smoothly. You are to escort Ambassador Soketh to Pajem. Please meet him at Vulcan. Once you locate him, speak with him about the transport mission. Do whatever is necessary to keep him safe. Nun gut, dann nehmen wir das mal an und machen wir uns auf die Socken. Ich denke, ich werde 5 Minuten an das Video dranhängen und 35 Minuten anstreben. Ob ich die Zeit jetzt ausfülle oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber, also das Klump da, das kannst du eigentlich behalten. Das hättest du mir nicht in die Hand drücken müssen. Wir haben was Besseres bereits. Ob ich die Zeit jetzt dann ausfülle, weiß ich nicht, aber weil die Einleitung halt relativ lang war und dadurch, dass ich auch noch die Vorbereitung treffen musste, die kleinen Nebenaufgaben, Brückenoffiziere annehmen und so. Und deswegen denke ich, ich werde die 5 Minuten noch dranhängen, damit ein bisschen mehr von der Story im Video ist. Dann humpeln wir mal mit dem Frachter. Ich bin ja mal gespannt, der hatte ja jetzt Rang 4 Ausrüstung. Wie schnell ich jetzt bin. Zuletzt waren es Warp 5,55 bzw. 5,56. Irgendwo so, das war so rundungsbedingt. Also wir fliegen jetzt den Botschafter, wir eskortieren ihn mit einem Frachter. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist mal eine neue Erfahrung, absichtlich mit einem schwächeren Schiff zu spielen. Ja, dadurch werden die Missionen natürlich... Ich brauche jetzt wirklich keine Hilfe mehr. Also das können wir jetzt echt sparen. In Arbeit. Ich sagte, ich brauche keine Hilfe mehr. Eskortieren Sie, finden Sie... Auf Vulkan müssen wir. Das war vorherzusehen. Gut, dann humpeln wir mal dahin. Mal schauen. Mit affenartiger Geschwindigkeit... Wie viel sind es denn im Augenblick? 6,67. Ein Warp-Punkt mehr als vorher. Und ich kann immer noch keinen Slipstream verwenden. Das muss ich mir erst freischalten. Wann kriege ich das? Ich glaube, es war Level 50 oder so. Wenn ich mich noch recht erinnere. Nee, Level 50 ist Rufsystem.
Werde ich jetzt auf die Schnelle nicht klären können. Auf jeden Fall müssen wir das erste uns erste Erlaubnis für den Slipstream-Antrieb zu. Außerdem, Carissa hat jetzt 141 Jahre Technik übersprungen. Die wird noch nicht wissen, wie ein Slipstream-Antrieb funktioniert. Das ist also durchaus sinnvoll. Vulkanisches System betreten. Ja, und Winterwunderland ist. Also wenigstens das Gespräch mit dem Botschafter hätte ich noch gern hier drin in dieser Folge. Captain, wir haben das Vulkansystem erreicht. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Assistentin des Botschafters zu kontaktieren, als wir angekommen sind. Tepela sagt, dass der Botschafter auf Reisen möchte, dass bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Sie möchte sie gerne mit Ihnen durchgehen. Möchten Sie, dass ich Sie auf den Hauptschirm leite? Auf den Schirm! Greetings. Thank you for agreeing to escort the ambassador to Pajem. Ambassador Soket is currently attending a ritual to honor the end of the Kalrek holiday. He will be done soon, but the ambassador is hesitant to use transporter technology. His bias against the transporters is not logical, but I have come to accept it. Grüße, Leutnant Commander Trollzacken. Vielen Dank, dass Sie zugestimmt haben, den Botschafter nach Bejem zu eskortieren. Botschafter Socket nimmt zurzeit an einem Ritual teil, das das Ende des Kalrek-Feiertags zelebriert. Er wird bald fertig sein, aber der Botschafter ist noch immer unschlüssig, ob er die Transportertechnologie nutzen möchte. Seine Ablehnung gegenüber Transportern widerspricht jeder Logik, aber ich habe es akzeptiert. Was bleibt da auch anders übrig, oder? I believe that Soketh would be much more comfortable traveling by shuttlecraft. I have received clearance for you to land near the ambassador's location. I look forward to meeting you in person. Ich glaube, dass es Socket lieber wäre, mit dem Shuttle zu reisen. Wir haben eine Landeerlaubnis in der Nähe des Botschafters erhalten. Ich freue mich schon, Sie persönlich zu treffen, Leutnant Commander. An Bord des Shuttles gehen. Immerhin wird er mit einem Delta Flyer abgeholt und nicht mit so einer alten Shuttle-Schüssel aus der Kirk-Ära. Das trägt, glaube ich, schon mal zum Vertrauen bei, oder? Jo, ich glaube, ich drücke hier mal die Pause-Taste. Das scheint länger zu dauern. Wir sind bereit, auf Vulkan zu landen, Sir. Wenn Sie zur Landung bereit sind, informieren Sie mich bitte. Gut, das ist also die Brücke unseres Shuttles. Auch mal nett zu sehen. Sehe ich nicht oft sowas. Geben wir uns die Zeit noch einen Moment. Was ist denn da hinten? Das ist der Transporter, ne? Ja. Ja, irgendwie nett. Gut. Starfleet Shuttlecraft. This is Vulcan Orbital Control. You are cleared to land at the requested coordinates. Welcome to Vulcan. Please enjoy your stay. Okay, die Videosequenz zeigt nicht den Delta Shuttle, aber ist er nicht wichtig. Ist halt symbolisch. Captain, der Botschafter und sein Gehilfe warten auf Sie im Tempel auf der Anhöhe. Sie können dort mit ihnen sprechen und herausfinden, ob der Botschafter noch etwas von uns braucht, bevor wir uns auf den Weg nach Bajem machen. Gut. Das ist nicht der übliche Landeort, den wir sonst haben, wenn wir auf dem Planeten Vulkan landen. Aber das ist okay, das gefällt mir, dann sehe ich mal wieder was anderes. Ich war ja vor längerer Zeit schon mal mit einem anderen Char hier, wahrscheinlich mit allen Chars, auch mit Carissa, aber es ist schon so lange her, dass ich mich daran nicht wirklich erinnere. Captain, Botschafter Sokets Assistentin Tepele bittet um ein Treffen mit Ihnen, bevor Sie mit dem Botschafter sprechen. Ja, das kann sie haben. Es ist davon auszugehen, dass die Mission nicht so einfach wird, wie es sich erst angehört hat. Einfach nur ein Passagier transportieren, weil sonst wäre das ja keine Rede wert, ne? Also fangen wir mit Tepela an. Willkommen auf Vulkan. Captain, I regret to inform you that we have come to an impasse in completing your mission. Allow me to explain. As you know, Pajem is sacred to the Vulcan people.
and access to it is strictly prohibited. Ordinarily, this would not present any difficulty, but Savin, the leader of the order that maintains the monastery, has chosen this moment to illogically refuse to grant Ambassador Soketh permissions to meet with the abbot at Pajem. This is most abnormal. Captain, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Mission nicht abschließen konnten. Lassen Sie mich erklären. Wie Sie wissen, ist Pajem heilig für das vulkanische Volk und der Zugang ist streng verboten. Normalerweise wäre das kein Problem, doch Savin, der Anführer des Klosterordens, hat beschlossen, Botschafter Soket keinen Zugang zur Pajem zu gewähren. Das ist äußerst ungewöhnlich. Kann diese Reise warten, bis Savin seine Meinung ändert? The ambassador has considered going to the council to request that they overrule Savin, but the process will take time that he simply does not have. If the ambassador is unable to complete his journey to Pajem now, he will have to delay it until after the trade conference at Corridan is complete, and that could take weeks. Der Botschafter hat überlegt, den Rat aufzusuchen, um Savin zu überstimmen, aber dieser Prozess würde Zeit kosten, Zeit, die er nicht hat. Wenn der Botschafter jetzt nicht nach Pajem reist, muss er den Besuch auf die Zeit nach der Handelskonferenz auf Corridan verschieben, und das könnte Wochen dauern. Wir haben ja zuletzt die Aufnahme von Corridan in die Föderation gesehen. Und ja, das war dann die Sache auf Babel, ne? Ich frage mich, warum Savin dem Botschafter keine Erlaubnis erteilt. The ambassador, I'm afraid, has spent too much time off-world. I have seen it change him. His interactions with other species have grown easier over the years, but our own people have become more challenging for him to deal with. Perhaps you could speak to Savin. I know he has a great deal of respect for Starfleet, and you might have an easier time than he has in convincing him to grant the ambassador's request. Ich fürchte, der Botschafter hat zu viel Zeit abseits seiner Heimat verbracht. Das hat ihn verändert. Seine Interaktionen mit anderen Spezies wurden im Verlauf der Jahre besser, doch mit unserem eigenen Volk hat er immer mehr Probleme. Vielleicht könnten Sie einmal mit Savin reden. Ich weiß, dass er einen großen Respekt vor der Sternflotte hat. Und Sie könnten ihn vielleicht überzeugen, die Anfrage des Botschafters zu gewähren. Fragen Sie Savin, warum er nicht erlaubt, dass Soket Pajem besucht. Dann lassen Sie mich mit Savin reden. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt. Warum kann ich jetzt mit ihm nicht mehr reden? Ah, das ist Botschafter Soket, okay. Gut, wie es hier war. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.